Willst du mich verarschen? Du hast das Surfen, du Drecks-PC. 17 sind wir. Ich war gerade erst mal. Ach, das wird gleich schön lustig, weil ihr müsst gleich Namen aussprechen, die ihr bestimmt nicht aussprechen könnt. Und ich auch nicht. Das ist gut, das kann ich auch. Das ist so geil. Welche Seite? Im Kapitel werden sprechen Solly auf jeden Fall. Wieso ich? Weil da eine weibliche Stimme dabei ist. Ich hab mich getan. Endlich deswegen eine mussten Frau. Deswegen mussten wir doch auch auf dich warten, weil wir eine weibliche Stimme gebraucht haben. Endlich. Gott, ihr wollt eine weibliche John, Stimme. John, wir oh haben wieder Gott. Einen alten Mann für dich dabei. Mann, ich komme hier nicht klar. Hilf mir. Perseus ist Crew, glaube ich, oder Nobody. Einer von den beiden war es. Ich nicht. Johnny Style. Genau, Johnny yeah. Style. Aber er war nicht alt, oder? Whoop. Johnny Style. Finde ich gut. Ja, cool. Den Professor, als wäre voll so drauf, so Pilze gepresst oder sowas. Ja, genau, Pilze. So Höhlenpilze. Okay. Oh, am Himmel schwebt ein. Oh mein Gott, warum schwebt ihr denn alle durch die Luft? Ich sehe euch plötzlich alle andersrum. Oh, diese Farben, diese wunderschönen Farben. Warum und ja, Zitat aus Skyrim. Oh mein Gott, nein. Warum liegt hier Stroh? Ich bin doch anwesend. Ja. Körperlich, nicht geistig. Reichlicher Geist. Wahrscheinlich also fängt er dann nachher auch in der Besprechung schon wieder an zu schnarchen, ne? Ich bin zu weit, ne? Ich glaube, ich bin zu weit. Ja, okay, gut. Solly ist soweit. Ja, nein, dann... ich hab gesagt, ich bin zu weit. Warte. Ach so. ich bin so weit. Sie ist zu weit. Nein, also... Sie ist so breit. Das habe ich jetzt überhört. Ich bin alles, aber nicht breit. Ja. Habe ich mal so einen tollen Beschützer und der hilft mir nicht mal. Na, anstrengend. Gut, also alle auf Seite 70. Was, 70? Ja, 70. Seite 70, Kapitel 17. Moment, nochmal umswitchen. Südland. Richtig. Ah. Hatten wir vor zwei Kapiteln nicht den Südländer? Weiß ich nicht. Ich scroll mal. Ausländer. Kapitel 18 oder nicht? Nein, wir sind 17. Ja, 17. Bei 18 bist du zu weit. 18 Echt? Ist noch nicht mal fertig. Was steht denn da 17? 15 hieß Südländer, ja. Warum funktioniert Änderungen nachverfolgen bei dir, aber nicht bei der Bachelorarbeit von Julia? Ach da. Keine Ahnung. Ich hab sie gefunden nach 13 Jahren. Yay, juhu, okay. Solly ist jetzt auch so weit. Sie ist nicht breit, ja. Sie ist auch nicht mehr zu weit. Gut. Ich bin auch nicht hässlich. Und überdimensional. Hab ich nicht gesagt. Das kann ich bezeugen. Hier, dann, Jetzt bist du da! Willst du mich verarschen? Was denn? Ich hab nur kurz... Was? John, du darfst niemals in einer Konversation abseits sein, in der Solly von jemandem angegriffen werden kann. Ja! Und dann wäre das jetzt geklärt. Hallo? Was ist jetzt schon wieder passiert? Sie wurde schon wieder gemobbt. Von Nobody. Ja. Ich meinte es aber nicht körperlich, ich meinte eher ein zustandmäßig. Ah, ja, er meinte, sie wäre blau. Aber gut, nein, ja, man sagt das auch umgangssprachlich, man ist breit, wenn man blau ist. Also ich kenne das. Ich gestern weiß, was breit, er aber nicht heute. Komm, ich glaube, Nobody, das ist ein Insider aus dem Pott. Den kennt wahrscheinlich kein anderer. Egal. Okay. Dann sollten wir mal loslegen, ehe John in Panik ausbricht, Solly hier den einen auf Teufelsmörder macht und bin eh nur verwirrt, also. Also darf ich jetzt endlich schlafen? Nein, darfst du nicht. Kapitel 17, ne? Ja, genau. Und es fängt direkt mit einer Sprache des Professors an. Also John, du fängst an. Ist das nicht schön? Ich kann mich mal zurück. Cool. Okay. Also ich gebe mir jetzt irgendeine Stimme, ich weiß. Ja, ne? Ja, mach mal. Okay. Für weitere Untersuchungen sollte das Artefakt also ins Institut gebracht werden, sagte der Professor und betrachtete das Siegel am Ende des Briefes. Der ist echt, meinte er und legte den Brief wieder zusammen.
Da kann man wohl nichts machen. Ich bin auch nur ein Mensch und muss mich an meinen Vorgesetzten beugen, sagte er und seufzte. Okay, Perseus, ich soll dir das Artefakt mitgeben. Ich hoffe, du gehst vorsichtig mit dem Schatz um. Natürlich, Professor. Als wäre es mein Augapfel, antwortete Perseus. Eine widerliche Vorstellung, aber in Ordnung, entgegnete Professor Stone und überreichte dem jungen Boten ein in Leinen gewickeltes Objekt. Es war schwer, doch ohne zu zögern ließ Perseus es in seine Tasche verschwinden. Also sagt auch ja. Ich hoffe, wir finden noch mehr solcher Schätze. Viel Glück, Professor, meinte er und richtete sich wieder auf. Dabei stieß er sich jedoch den Kopf. Aua. Perseus rieb sich den Kopf. Ja, das ist der Nachteil, wenn es Zwergenminen sind. Die sind zu niedrig. Hat mir auch schon auf die Rübe hier gestoßen. Aber man gewöhnt sich dran, antwortete dieser und Perseus arbeitete sich wieder aus dem Gang heraus, nachdem er sich verabschiedet hatte. Es dauerte wieder seine Zeit, bis er den Weg aus dem Labyrinth wieder herausgefunden hatte. Als Perseus aus dem Dämmerlicht der Mine trat, kniff er die Augen zusammen und hob eine Hand vors Gesicht. Gott, ist das hell, murmelte er und wartete einen Moment, bis er wieder klar sehen konnte. In der Siedlung herrschte noch immer reges Treiben. Er ging eiligen Schrittes zu seiner Stute zurück. Die Steine knirschten unter seinen Stiefeln. Anschließend verstaute er das Leinpäckchen in der rechten Satteltasche und saß auf. Wieder in die Heimat, meinte Perseus lächelnd und schnaubend trabte sie los. Die Tritte seines Pferdes hallten stark zwischen den hohen Wänden der Schlucht. Perseus hob den Kopf und betrachtete das karge, hoch in den Himmel ragende Gestein. Er bemerkte, dass seine Stute plötzlich die Ohren anlegte und unruhig wurde. Er ließ den Blick schweifen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Lautes, hallendes Hufgetrappel kündigte eine Gruppe Reiter an. Der junge Bote drehte den Kopf, ahnte jedoch bereits, was er sehen würde. Seine Vermutung wurde auch kurz darauf bestätigt, als vier in schwarze Kutten gehüllte Gestalten auf Rappen einen steilen Pfad hinunterpreschten. Perseus wartete nicht lange, er trieb Cindy an und galoppierte durch den Canyon, um seine Verfolger abzuschütteln. Hinter einer Biegung teilte sich der Weg. Während der eine weiter in der Schlucht entlang führte, verlief der zweite einen Hang hinauf und über eine natürliche Brücke aus dünnem Fels auf die andere Seite. Irgendwann trafen sich die Wege wieder. Erst im letzten Moment entschied sich Perseus für den oberen Pfad, weshalb die Wächter sich aufteilten. Zwei folgten ihm auf dem Weg über die Brücke, die anderen beiden ritten unter dieser hindurch. Doch die Wächter blieben hartnäckig, als die Pfade sich wieder vereinten, war Perseus umzingelt. Eine Kreuzung kam auf sie zugeflogen, doch er wusste nicht weiter. Kurz bevor sie die Kreuzung betraten, blickte der junge Bote nach rechts. Von einem Aufgang auf den Canyon kam ein weiterer Wächter angaloppiert. Er zog sein Pferd herum und ritt diesem entgegen. Seine Hand nehmen sich in der Luft von hinten nach vorne ziehen, als würde er ein Schwert von seinem Rücken ziehen, erschien seine Diamantklinge in seiner Hand. Denn der Wächter, welcher ihm entgegenstürmte, hatte sein Schwert gezogen und schwang es nach ihm. Die Klingen klirrten, als das Schwert des Wächters auf Perseus traf und dann dieser entlang glitt. Perseus hatte sich etwas geduckt und zog sein Schwert entgegen dem des Wächters. Seine Stute stürmte weiter den Hang hinauf und über den Canyon hinweg. Ihre lange Mähne zerzaust im wilden Wind. Und die Wächter folgten ihnen auf wenig Abstand. Doch als Perseus einen hellen Streifen am Horizont erkannte, stoppte er seine Stute. Nicht zu knapp, denn knapp vor ihnen fiel der Hang steil ab und führte in einer schier endlos weite Wüste. Ein heißer Wind schlug Perseus entgegen. Er drehte den Kopf und sah seinen Verfolgern für einen Moment entgegen, bevor er einen nur kurzen, doch gezielten Blick in den Himmel warf und seine Stute weiter antrieb. Sie hetzten an der steilen Klippe entlang, bis Perseus sein Pferd geschickt, den noch schnell einen steilen, schmalen Weg hinuntertrieb und sie auf den heißen, weichen Sand der Wüste trafen. Ohne lange zu warten, galoppierte er in die weite Wüste hinein.
Ein kurzer Blick über die Schulter verriet ihm, dass die schwarzen Kuttenträger Schwierigkeiten hatten, den Pfad hinunterzukommen, dennoch gaben sie nicht auf. Während Peer sich immer weiter in die Wüste ritt, merkte er, wie langsam der Wind auffrischte. Er sah, wie sich der Boden in der Ferne langsam, in die Luft erhob und sich ein Sandsturm vor sich erhob. Er wusste, dass er diesem nicht entkommen konnte. Doch das wollte er auch nicht. Im Gegenteil, dieser Sandsturm würde ihm helfen, die Verfolger loszuwerden. In einer schnellen, geschmeidigen Bewegung zog er sich die Kapuze seines Mantels über und den Schal bis über die Nase. Anschließend warf er in einer weiteren Bewegung seiner Stute einen an einem Seil befestigten Leinsack über die Schnauze, um auch sie davor zu bewahren, Sand einzuatmen. Kurz darauf erreichte sie auch der Sandsturm. Seine Stute scheute nicht, sondern galoppierte einfach weiter. Jedoch scheuten die schwarzen Hengste der Wächter, bis der tosende Sand ihr lautes Wiehern verschluckte und sie unter sich begrub. Auch wenn die Wüste einst sein Zuhause war und er den Sandsturm begrüßt hatte, konnte Perseus nicht verhindern, durch diesen seine Orientierung zu verlieren. Nach einiger Zeit, die er durch den Sturm geritten war, erreichte er ein Lager aus Zelten. Sie waren ihm nicht unbekannt. Es waren die Zelte von Nomaden, welche stets unter ihresgleichen lebten und nur durch die Wüste wanderten. Sie wurden in Dunlar dann auch oft Südländer genannt, da die Wüste etwa ein Drittel des südlichen Landes bedeckte. Langsam trat seine Stute zwischen den Zelten hindurch, bis sie ein großes Zelt erreichten. Perseus stieg ab und führte seine Stute am Halfter mit sich, als er durch den Eingang hineintrat. Er brachte seine Stute dazu, sich am Eingang hinzulegen und befestigte die Tür aus Leintuch wieder ordentlich, damit der Sandsturm keinen Angriffspunkt hatte. Anschließend erhob er sich und drehte sich zum inneren Teil um, während er seine Kapuze zurückwarf und den Schal hinunterzog. In der Mitte des Zeltes prasselte ein kleines Feuer, auf dem ein kleiner Topf stand, in welchem Wasser kochte. Um die Stelle herum saßen nur drei Personen. Ein alter Greis mit milchig trüben Augen. Er schien blind zu sein und stützte sich auf einen langen Stock. Ihm gegenüber ein junges Mädchen mit langen schwarzen Haaren, in denen Federn und anderer Schmuck eingearbeitet war. Perseus gegenüber kniete ein junger Mann Mitte 30 mit kantigem Gesicht und schwarzem, schulterlangen Haar. Wir selbst hatten alle dunklere Haut und leicht spitz zulaufende Ohren. Stumm verneigte sich Perseus, die Bewohner taten es ihm gleich, und der Mann bat ihn mit einer einfachen Geste, sich zu ihnen ans Feuer zu setzen. Perseus folgte der Einladung, kniete sich zu den anderen Personen. Verzeiht, dass ich hier einfach so eintrete, sagte er und verneigte sich nochmals. Der Sandsturm hat mich überrascht, erklärte er. Nobody, nee, ein Einsatz. Was denn ich? Ja. Seid willkommen, fühlt euch wie zu Hause, sagte der junge Mann und lächelte. Ich sehe, ihr seid ein Wanderer, wie wir, und habt ebenfalls unsere Bräuchte gelernt. Obwohl ich es sehe, kann das hier ein Halbblind seid. Halbblind, sagte der Mann. Mein Name ist... Nee, das ist der Mann. Na toll, jetzt geht's los. Ja. Mein Mann ist Raket Oknir. Das ist unser stammesältester Krakatenk und das ist meine Tochter Kamtaki Tion. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich muss mal eben lachen. War das soweit richtig? Also erstens heißt der alte Greis Grinkateng. Und sie kam Taktion. Das hört sich wie Ja, ich hab mal gedacht, so grad hängen.
heißt Grätzeng, ja. Ihr seid auch so ein Grätzeng. Grenka steht da. Mann. Weiß gleich mein Backofen an hier. Kartoffel Grätzeng. Ja. Nom. Ich mach gleich Antapasta, ne? Willst du es nochmal versuchen oder sollen wir einfach weiterlesen? Ich dachte, ich wäre der Stammesälteste. Nee, du bist der Mann und John ist der Stammesälteste, weil er die alten Männer so liebt. Ach, das ist ganz klingt jetzt irgendwie falsch. Ja, finde ich auch, also bitte. Keine Gerüchte hier versprochen, ja. John lebt auch eigentlich im Altenheim, das weiß nur keiner. Ich spreche immer aus, ja. Das stelle ich auch nicht. Ach, ja, gut. Soll ich es nochmal probieren? Ja, mach nochmal. Kannst ja die besten Proben rausschneiden. Alles an Cut mittlerweile. Oh. Gott sei Dank, das ist alles ungeschnitten. Ja. Ich muss das immer selbst in Gedanken nochmal durchgehen, den Namen oder sonst komme ich wieder. Mach langsam, nur nicht hektisch. Ja, wenn ich es langsam, da unterstreiche ich ja meine Blödheit. Ja. Dass ich nicht lesen kann. Es kommt auf die Betonung an, nicht auf die Geschwindigkeit. Okay. Wenn du es verhaspelst, das ist der Dialekt bei denen. Das ist ganz normal. Genau. Also. Du musst es einfach nur so aussprechen, dass keiner versteht, was du sagst. Kann ja auch. Ja, genau. Ja, dann. Einfach ganz schnell. Ja, genau. Einfach ganz schnell. Versuch's. Okay, mein Name ist Ranget Opnir und das ist unser Stammesältester Krenka Teng und das ist meine Tochter Kamtaktion. Stellte er sich vor und das junge Mädchen reichte Persis einen Becher mit einem heißen Gebräu. Die Flüssigkeit im Inneren hatte einen leichten Sandton und roch nach einer Mischung aus Wüstenlilie, Kaktus, Zucker und Hernisbeeren. Vorsichtig nahm er einen Schluck, um sich nicht zu verbrennen. Es war ein fruchtiger, dennoch trocken herber Geschmack, welcher einen brennenden Nachgeschmack hinterließ. Ich bin Perseus, stellte er sich anschließend vor. Das Mädchen lächelte schüchtern und begann damit, einige getrocknete Kräuter, welche neben ihr auf einem Tuch ausgebreitet waren, in das heiße Wasser des Topfes zu rühren. Sofort breitete sich ein würzig-süßlicher Geruch in dem Zelt aus, der Perseus Sinne betörte. Nobody, das bist du. Ach so. Sehr erfreut, sagt Perseus. Von welchem Stamm kommst du? Wollte Ranke wissen. Doch Perseus schüttelte den Kopf. Ich und mein Vater haben in einem Dorf der Menschen gelebt, erklärte er kurz und nippte an seinem Becher. Von ihm habe ich alles gelernt, erklärte er und stellte den leeren Becher schließlich vor sich auf den Boden. Von außen wirkte das Zelt seltsamerweise kleiner, als es tatsächlich war. Perseus ließ den Blick wandern. Das Zelt war mit Hilfe von mehreren Leintüchern in drei Kammern unterteilt. Sie befanden sich zurzeit in der größten. Sie wurde scheinbar als Küche, Wohn- und Speisekammer benutzt. Auf dem Boden lagen Teppiche und Decken sowie viele Kissen. Hier lag viel Gerümpel und die Sachen, welche die Nomaden für ihre Wanderung brauchten. Die anderen beiden Kammern schienen als Schlafkammern benutzt zu werden. Er wandte sich wieder an Ranke, als Perseus fragte: Was glaubt ihr, wie lange der Sturm noch gehen wird? Doch der Älteste wandte sich zuerst an ihn. Die vielen Ketten, welche um seinen Hals lagen und der lange Ohrring klimperten, als er sich bewegte. Er sprach mit rauer, kratziger, dennoch für sein Alter jünger wirkenden Stimme. Er wird wohl noch einige Stunden toben. Ihr wirkt erschöpft, ruht euch etwas aus. Fürs Alter jünger wirkend, okay. Ja. Egal. Es rauche ich, oder? Ja, total. Oh Gott. Welcher Geister? Perseus blickte den Blinden verwundert an. Das würde ich auch machen. Ja, nobody wieder dein Teil. Und oh, immer die Namen. Kamtaktion, zeig ihm bitte, wo er sich einlegen kann. Ja, Vater, sagte das Mädchen und erhob sich. Perseus folgte ihr in einen der kleineren Schlafkammern. Hier lagen viel mehr Kissen und einige Decken.
sagt, wenn du etwas brauchst. Sagte sie und trat etwas schüchtern von einem Fuß auf den anderen, als ich Perseus auf den Boden legte. Nein, alles Beste, danke. Perseus, nicht sie. Das hat jetzt irgendwie voll gepasst. Nein, alles Beste, danke. Meinte er und schaute sie für einen Moment von unten nach oben an. Dann drehte er sich auf die Seite und schloss die Augen. Das Mädchen nickte und ging wieder zu den beiden Männern. Nachdenklich sank sie wieder auf ihre Matte neben ihrem Vater. Dieser schaute sie an. Was? Das ist John. Sorry! Was ist mein Kind? Wollte der Älteste wissen. Dieser Fremde. Er scheint mir so bekannt. Sagte sie und überlegte. Ich habe das Gefühl, ihn schon irgendwo einmal gesehen zu haben. Grübelte sie und rührte dabei langsam das Wasser im Topf um. Auch noch ich? Ja. Dieser Fremde hat etwas Vertrauliches in seiner Stimme. Ich habe das Gefühl, ihn schon einmal irgendwo begegnet zu sein, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Erklärte das Mädchen und legte sich beide Hände an die Brust. Schon wieder. Ältester, ihr kennt doch alle unsere Legenden. Bitte erzählt mir noch einmal die Geschichte von... Begann sie. John. Von Rekon Tenka. Tenka. Natürlich, mein Kind. Antwortete der alte Mann und die Ketten um seinen Hals klimperten, als er sich etwas bewegte, um sich entspannt hinzusetzen. Oh Gott. Vor sehr langer Zeit, weit vor den Bruderkriegen und schon nahezu vergessen, wurde unser Stamm von dem großen Häuptling Getan Kanteiko angeführt. Hörst du lachen? Er war ein weiser Führer unseres Stammes und stets auf unsere aller Wohl bedacht. Auch eines Tages kreuzte eine Gruppe Waldelfen unseren Weg. Sie waren verletzt und erschöpft. Scheinbar waren sie aus einem Kampf in die Wüste geflohen. Kadenko nahm sie freundschaftlich auf und so pflegten sie die verletzten Elfen wieder gesund. Unter ihnen befand sich eine junge, wunderschöne Elfe, in die sich unser Häuptling schließlich verliebte. Doch war es Brauch des Stammes, eine Frau aus dem Clan zur Frau zu nehmen, weshalb lange verborgen blieb, dass diese Elfe ein Kind von ihm gebar. Begann der alte Mann zu erzählen. Ruhig und gespannt lauschten ihm die anderen beiden und auch Perseus, welcher mit geschlossenen Augen am Lager hinter der dünnen Wand aus Stoff lag. Der Stammesälteste hustete und erzählte weiter. Als alle im Stamm erfuhren, dass sein ältester Sohn Regnas Tanken, welcher uns so sehr glich, ein Halbling war, begannen einige von uns ein Getan Kadeko zu zweifeln. Dieser entschloss sich zu unserem Schutz mit seinem Sohn ins Exil zu gehen. Nachdem sie uns verließen, hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Beendete der Alte die Geschichte. Das Mädchen wandte sich an ihren Vater. Vater, wir haben noch eine Zeichnung dieser beiden, oder? Fragte sie. Dieser nickte und deutete auf einen Pergamentrollenstapel in einem Regal. Und die junge Kamtation erhob sich und suchte einen Moment lang zwischen den Rollen, bevor sie mit einer zu den Männern zurückkehrte. In der Hand hielt sie eine sehr alte, schon recht vergilbte und brüchige Pergamentrolle. Vorsichtig rollte das Mädchen sie auf. Auf dem dünnen Papier tauchte ein sehr altes, schon stark verblasstes Bild auf. Darauf waren ein älterer Mann, wie ihr Vater, auf einem Stuhl zu sehen. Neben diesem kniete ein junger Mann, wie der Fremde. Beide schauten dem Betrachter aus besten, doch freundlichen Augen entgegen. Der junge Mann schien Perseus wie aus dem Gesicht geschnitten. Auf seinem rechten Oberarm war eine aufwendige Tätowierung eines Drachen zu sehen. Ich wusste es. Sein Gesicht kam mir so bekannt vor. Vater, sieh nur. Sie zeigte ihrem Vater das Bild. Auch er stutzte und nickte schließlich. In Anführungszeichen.
Ja, ich bin gewundert. Oh, Buddy, du, ich. Oh. Also. Schon halt am Text. Fehlt dann Text? Fehlt dann eine Zeile bei mir? Ich weiß nicht. Scroll auf. Runter, vielleicht ist da aus irgendeinem kurzen Absatz oder so. Ja. Ich weiß nicht. Aber eigentlich fehlen da nur Anführungszeichen, weil danach kommt ja, der Fremde hat. Und Unionstag ähnlich gehabt. Ach so, da. Ja. Ja. Ja, der Fremde hat mit ihm ungewöhnliche starke Ähnlichkeiten. Stimmte er seiner Tochter zu? Hinzu kommt, dass dieser junge Mann unsere Bräuche genau kennt, meinte der Älteste, und die drei unterhielten sich eine ganze Weile. Perseus hörte ihnen etwas zu, bevor er wirklich einige Zeit einschlief. Ende von Kapitel 17. Ja, der Fremde hatte mit ihm unglaublich, ungewöhnlich starke Ähnlichkeit. Nee, hat. Perseus lebt doch noch. Und er ist noch da. Noch? Oh, dieser Unterton da drinnen noch. Spoiler! Na, ach Quatsch, bloß nicht. Noch überlegt sie. Nein, das hat ist richtig, da kommt kein Hatte hin. Selbst wenn die Geschichte in Vergangenheit beschrieben das wird, ist reden immer in Gegenwart. Es ist trotzdem konjunktiv. Nein, hat ist richtig. Ich bestehe darauf. Bin mir richtig, richtig sicher. John, was meinst du? Ist das hat richtig oder muss da hatte stehen? Es ist konjunktiv. Zeig, sag mal Seite und letzte Zeile. Absatz, erste Zeile. Auf der letzten Seite davon. Zweiter Satz. Auf der letzten Seite. Ja, 74. Vierte Zeile. Das ist bei mir zumindest. Steht, ja, der Fremde hat mit ihm ungewöhnlich starke Ähnlichkeit. Ach, das soll wörtliche Rede sein. Ja, ich hab machst doch gesagt, du dann ich, da keine Gänsefüßchen? Hab ich doch vorhin noch beim Lesen gesagt. Ich hab stimmt. Die da ja, da war ich am Korrigieren zwei Seiten weiter oben. Er musste sich den ganzen Text durchquälen, deswegen hat er das vergessen. Da war ich noch am Korrigieren zwei Seiten weiter oben. Ja, das mit dem hat ist nämlich richtig. Das ist nämlich wörtliche Rede. Die wörtlichen Gänsefüßchen habe ich schon gekriegt. Gut. Ja. So. Wenn der Master Prue nichts mehr zu bemängeln hat, würde ich das Wort gerne abgeben an Sir Nobody zur Kritik. Diesmal darf ich anfangen. Weil du jetzt das erste Mal eine Sprechrolle hattest, deswegen darfst du heute sogar mal anfangen. Weil sonst ich immer fast anfange. Genau. Also eine Kritik. Mann, ich hasse Kritik. Kritik. Soll es positiv oder eher negativ sein? Es soll konstruktiv sein. Ja, du sollst deine Meinung äußern, wie du das Kapitel fandest. Du sollst es nicht zusammenfassen, du sollst deine Meinung äußern. Okay, ich fand diesen Abschnitt ziemlich spannend, weil die nach einer Zeit auch herausgefunden hat, dass Perseus eine Ähnlichkeit mit einem früheren, glaube ich, zu gelesen zu haben, Person zu hatten. Ob es vielleicht der Vater von Perseus ist, weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es ja auch eine Zwillingsbruder, die ja eine Reinkarnation auch. Kann ja auch sein. Weiß ich ja nicht. Wer weiß. Das seht ihr dann bestimmt beim nächsten 118.000 Kapiteln. aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es nächsten Mittwoch weitergeht. Wer hat das nächste Wort? Das entscheidest du. Mal gucken, wer ist jetzt so zur Auswahl hier. Sven, der schnarcht. So. John. Tassen geweckt. Nein. Übernehmen. Also okay, John, dann darfst du, sonst kann ich noch ein bisschen schnarchen. Nee, jetzt wird auf. Nee, ich nehme meinen auch zurück. Sven, los, bevor du einschläfst. Zu spät, bin schon am Schlafen. Nee, komm, zack, zack, los. Okay.
Zu dem Kapitel. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass im vorigen Kapitel erwähnt wurde, was für ein Artefakt es ist. Daher wird mich, finde ich, so interessant, so was so, was für ein, um was für ein Artefakt es sich zu handeln tut und warum Perseus von den Reitern da verfolgt wurde, woher die kommen, wieso dieses Artefakt an sich reißen wollte, also insgesamt spannend, gut formuliert. Eine Hetzjagd, am Ende noch Gastfreundlichkeit. Ja, ob Perseus der ist, wo da auf dem Bild ist, ist so eine ziemlich interessante Frage. Ja, war es eigentlich. John, Puh, treibt euch drum. Du musst dich schon entscheiden, wer soll. Ladies first, Dolly, du darfst. Ja, natürlich! Wenn kein Mann nicht gewesen da gibt, dann muss die Frau ran, natürlich. Na klar, immer doch. So, da ich Elfen unglaublich toll finde, interessiert mich das, was kommt, unglaublich, weil, ach, das sind so tolle Wesen. Sind toll. Freue mich. Es wird spannend. Das Kapitel war auch toll. Ja, ich bin eh gespannt. Also wahrscheinlich ist es, wie schon gesagt wurde, vielleicht ist es der Papa gewesen oder sein Bruder oder sein Onkel oder was auch immer. Oder ist doch eine Reinkarnation von ihm. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt darf meine bessere Hälfte weitermachen. Ich war doch schon. Du warst, glaube ich, nicht gemeint. Nee, irgendwie nicht. Ich wollte nie widerstehen, sorry. Ja, ich hätte die Vorlage auch genutzt, aber ich glaube, ich bin gemein, deswegen kann ich sie nicht nutzen. Also ja. Irgendwie nutze ich sie auch, aber verdammt. Egal. Ich würde ja, wenn ich nicht die Buchschreiberin gewesen wäre. Tja. Leg los. Ja, am Anfang des Kapitels war ich noch ein bisschen gesträubt, weil ich mag das Szenario nicht so. Wüste, ist nicht so mein Ding. Aber gut, muss natürlich sein, die besten Spiele haben Wüsten, warum nicht auch die besten Bücher. Von daher, ja, und dann, als es dann zu den dreien ging, zum Ältesten, dem Mädchen und so, dann wurde es dann doch wieder interessanter. Ja, und das dann am Schluss, das war ja dann so richtig mörderinteressant. Da kann man jetzt natürlich viel spekulieren, was das jetzt soll. Ich hoffe ja auf Zeitreisen. Nee, Quatsch. Aber das wäre geil. Ja, das wäre geil. Das Einzige, wo ich ein bisschen Sorge habe, also gut, ich habe jetzt wahrscheinlich schon die Hälfte vergessen, aber ich versuche mich ein bisschen zu entsinnen. Und es wurde halt schon viel, viel, viel angedeutet. So Kleinigkeiten, die Spannung erzeugen, aber es wurde noch nicht beantwortet. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie in Lost. Ich kriege unglaublich viele Häppchen. Aber man kann es ja noch nicht als Ganzes essen. Ich hoffe, dass das Buch letztendlich so ziemlich alles offener auch noch behandeln wird. Wir haben alle Fragen auf jeden Fall beantwortet. Ich schätze genau. Es schon. Ja. Ich bemühe mich drum. Sehr schön. Ja. Oh, du bist der Letzte. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Mirror's Edge hat keine Wüste, Skyrim hat keine Wüste, Dragon Age weiß ich nicht, das habe ich noch nicht so weit gespielt. Das sind ja auch nicht die besten Einwürde, Spiele. Ja, stimmt. Aber Lost Odyssey hat eine Wüste. Und das ist John, an den Pranger. An den Pranger. An den Pranger. Bist du irre? So. Mirror's Edge ist definitiv eins der besten Spiele. Mirror's Edge ist gut, aber es ist nicht das Beste. Ja, es ist das Beste ist was ganz anderes. Eben. Aber ich meine, in Lost Odyssey gab es eine Wüste, oder John? Oh ja. Ja. Journey hat eine Wüste, okay, das Spiel ist ganz lustig, aber... Ja, du sollst... Ich könnte eigentlich sagen, jedes RPG hat eine scheiß Wüste. Die guten. Ja. Okay, das finde ich auch. Nein, Final Fantasy 12 hat auch Wüste und das ist nicht toll. Ja, weil der ganze Planet eine Wüste ist, dann haben wir eine Wüste. Da hat wohl jemand Wüst rumgetobt. Also, ja, wie erwartet, es geht weiter in die
Hintergrundgeschichten von den Charakteren. Ich nehme an, das ist dann des Weiteren. Jupp, Orpheus kommt als nächstes dran. Spoiler! Ihr sollt doch nicht vorlesen. Ich kann das nicht haben. Gerade wenn es nicht an Cut ist. Schämt euch. Wird aus, tue ich. Ich stelle mich jetzt in die Ecke. Du kannst dich schon an Pranger stellen. Er stellt sich wirklich nein! In die Ecke. Ja, ja. Kommt von welcher Ecke? Die weit entfernte. Da, wo das Kabel nicht mehr reicht. Gerade so. Um 10 cm. Gut. Ja, deine Kritik, bitte. Ja, das ist... Ich... mag Lore von Sachen, also finde ich auch das Kapitel toll, man erfährt was über die Welt, man erfährt was über den Charakter. Sehr interessant, schön lang. Mal wieder, ja, ein langes Kapitel. Ja, und nächste Woche geht's dann spannend weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Read Together! Und meine Gäste haben die letzten Worte. Das Schwierigste von allen. Ja, mach doch synchron verabschieden. Wie ist das denn? Mach doch mal synchron verabschieden. Auf drei? Nee. Selber nee. Bei der Kritik, Nobody fängt an, dann ich, dann Soli, dann John, dann Pooh. Genau. Ja. Okay. Von vorne. Von vorne. Scheiße, Mann. Was denn? Lach, Flasch. Ja, ich bedanke mich an Haru, dass ich wieder dabei sein konnte, dass ich auch Zeit gefunden habe neben meiner Arbeit und ich freue mich beim nächsten Mal mit wieder dabei zu sein und es gibt noch einen kleinen Freudeschrei. Übernächste Woche kommt meine kleine Schwester zu Besuch, ja nicht meine Freundin, meine kleine Schwester und die wird, wenn Haru es möchte, auch mit dabei sein. Ja, wobei ich sagen kann, dass in... 2 Wochen, beziehungsweise also, schon ja, nächste Woche wir sogar noch 1 bis 2 weitere weibliche Gäste so mit dazu bringen. Beziehungsweise sind keine Gäste. Ich spiele alle, Hauptsache sehen gut aus und so. Oh, ja. Okay, du wirst bald überlastet sein, Solly, deswegen bekommst du Unterstützung. Endlich Weiber, ey. Endlich. Ja, es kommt Unterstützung. Keine geht Sorge. Auf die Kritik ein, das finde ich super. Ja, natürlich. Es dauert ein bisschen, John, aber sie waren sowieso geplant, also keine Sorge. Weiß ja, für jeden Kerl eine, ne? Hast noch ein paar nachzuliefern jetzt. Nein, tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Nicht jeder kriegt eine, aber es kommen einige. Okay. Ja. Das finde ich gut, weil dann ist noch Platz für Ideen und Gedanken und so, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es kommt eine Freundin von mir, kommt noch dazu. Ja. Und die Izzy wird bald mit dabei sein. Ja. Ja, wie viele schon von Ravenna als Phoenix Red Acid von mir kennen. Ja. Ich möchte mal hier in die Runde fragen, außer Solly, die ist rein zufällig schon dabei, ob jemand bei Schlag den John mitmachen will. Ich habe ein bisschen Mangel. Nein. Ich, ganz steckig. Warum wollt ihr alle nicht? Ich habe keine Ahnung, denen ist das wahrscheinlich zu doof. Aber ich will, weil mich hat er beim letzten Mal vergessen. Soll außerhalb von der Lesestunde noch was mit John zu tun haben. Was wollt ihr noch von mir abverlangen? Also solange es nicht donnerstags oder John sonntags ist. John ist ja wohl die tollste Person auf dieser Welt. Ich bräuchte unbedingt Juroren vor allem. Naja, ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin, aber ich kann es versuchen. Ja. Ganz klar, schon hat gewonnen, Schluss aus Ende Punkt. Halt die Klappe. Ruh, Naro, Lust auf einen Jurorenplatz? Welchem Tag wäre das ungefähr? Oder steht es nicht fest? Das wird mal nach euch festmachen, aber wahrscheinlich Wochenende, wo die meisten Zeit haben. Okay, weil Sonntagabend 19 Uhr, da bin ich immer verplant. Kein Ding. Dann schick mir gerade mal deinen YouTube-Kanal, dann schreibe ich demnächst mal eine PM, sobald ich alle zusammen habe. Finde ich super. Da brauche ich doch kein Teaser-Video machen. Ich habe gedacht, ich kriege die Leute nicht zusammen. Ist echt schwierig für Staffel 3 diesmal. Gibt's schon eine neue Staffel? Uiuiui, John ist ja früh am Plan dieses Mal. Ja, ich richte es ja nach den Abonnenten. Immer wenn da der Tausender voll ist, ist es wieder soweit. Ja, das ist super, John. Du weißt schon, dass die Aufnahme noch läuft, weil ihr euch nicht verabschiedet habt und da ist so ein Cut. Ach so. Wir sind schon draußen, also es gibt sogar schon Werbung. Am
Ja, dann ist dein Video bewerbt jetzt euch geheim. Jetzt. Ja, bewerbt euch jetzt bei John McCloud. Dann gucken alle seine 3000 Abonnenten das, weil irgendjemand ihm gesagt hat, hey, da sind die Daten zum nächsten Schlag den John. Da ist die Werbung, da, genau da. Ja, dann kriege ich plötzlich ganz viele Abonnenten, dann muss ich gleich 50 Abonnenten, 100 Abonnenten und 150 Abonnenten Special gleichzeitig machen. Hurra! Deine Zuhörer, Haru, die wissen jetzt etwas, was meine erst eigentlich in einem Monat oder so erfahren. Ne? Ja. Ist doch krass, exklusiv recht jetzt. Ich finde das toll. Ich bin auch super glücklich, dass ich schon mehr als 20 Abonnenten habe. Ihr seid wirklich klasse. Ja, ich bin ganz, ganz froh drüber. Ich hab euch alle unglaublich lieb. Und ich brauch trotzdem noch einen Schuss von euch. Sonst gern nicht das Video nicht beenden. Wir kommen alle nicht zum Zug, es tut mir leid. Na, als nächstes ist ja Sven dran, ne? Nur bei dir hast du dich schon verabschiedet, gar nicht mitbekommen. Natürlich. Er versucht sich rauszurinden, ich hab's nämlich nicht gehört. Anke. Ich sag einfach mal tschüss Leute, tschüss Zuhörer, bye. Point. Auch schon schmerzlos. Ja. Darf ich jetzt auch die Konfi verlassen? Nein. Du darfst aber auflegen, wenn du möchtest. Verdammt, ich kann ihn nicht aus dem Telefonat rauskicken. Es war eigentlich jetzt gemein mit Konfi verlassen. Das gibt's nicht. Ich kann ihn nicht aus dem Telefonat rauswerfen. Kannst du auch nicht. Ich habe angerufen, also kann ich es, aber... Nein, kannst du Theorie. Nicht. Ich habe angerufen, also könnte ich ihn jetzt aus dem Telefonat momentan rauswerfen. Das Problem ist nur, diese komische Skype-Leiste, die hochkommt, wenn man in dieses Fenster reinkommt, ist genau an der Stelle, wo der Auflegen-Button ist. Verdammt. Dann kriegst du die Leiste einfach ein bisschen runter. Geht nicht, die taucht ja... Abschieden. Ja. Die taucht ja nur auf, wenn man seine Maus da reinbewegt. Puh, kannst du mich aus der Gruppe werfen? Nein, keine Rechte. Ja, also... Juhu, ja, das ist wirklich alles bestens, super. Ja, das ist... Ja, das ist... Arm was immer wieder. Der war gut. Ja, Leute, so sieht das bei uns aus, wenn es ums Verabschieden geht. Ich habe einen Job erfüllt, ich habe mich verabschiedet. Ja, aber Prud, John und Solly fehlen noch. Gar nicht, ich war schon. Sag doch einfach nochmal liebevoll Tschüss an alle, Solly. Du bist doch hier unsere gute Hälfte. Nein, ich mache das anders. Ich bin ausführlich. Ja, dann weil ich die Leute gerne habe. Ja, so. Dann. Meine Freunde, ich bin... Ich kann selbst die... Los, Solly, leg los. Ja, leg los, Solly. Ja, Leute. Leg los, Solly. Weh, einer unterbricht mich nochmal. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, so wie wir etwas mehr Spaß hatten, aber es ist egal. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Jo, das war mal wieder eine schöne Runde. Wir haben ja eine Pause gemacht. Es war für uns eine lange Pause. Es war, glaube ich, unsere erste Pause, seit wir angefangen haben. Also so richtig. War mal wieder schön. Und ja, nächste Woche geht's weiter. Freue mich schon. Macht's gut. Ciao. War interessant, war lustig. Wo bleibt das Tschüss? Das ist ganz leise. Ja, war schön, war lustig. Stille. Verbindung weg. Dum, dum, dum. Ja, Pru hat sich schon verabschiedet, ohne dass wir es gehört haben. Ich habe mich zwar eigentlich schon entschuldigt, aber entschuldigt. Mhm, genau. So, wieder da. Genau. Wiederholung.